Ja, Tanja hat wieder was zu erzählen. Auf der Pferdeweide, erwünschte und unerwünschte Pflanzen. Was irgendwann über kurz oder lang auf jeder Pferdeweide auftaucht, sind Brennnesseln. Gut, Brennnesseln sind nicht giftig, ganz im Gegenteil. Wir Menschen können sie auch essen, wir können Suppe davon machen oder Salat. Aber Brennnesseln auf der Pferdeweide werden von den Pferden nicht gefressen, weil A, brennen sie und B, schmecken sie nicht, solange sie aufrecht stehen. Was man machen kann, wenn es nicht zu viele sind, diese Brennnesselhorste, so nennt man diese Inselchen, abmähen und sobald die angewelkt sind, fressen die Pferde eine gewisse Menge davon sehr gerne. Und wenn die Menge zu groß ist, bringt das natürlich nichts. Das heißt, mähen sie nur so viel ab zum Anwelken und fressen lassen, wie die Pferde tatsächlich fressen. Denn diese Pflanzen, wenn sie auch vorher noch nicht reif waren, können in dieser Phase noch etwas nachreifen und dann aussamen. Sicher gehen sie damit, wenn sie das Abgemähte gut entsorgen. Wenn es kleine Mengen sind, lautet meine Empfehlung, mähen Sie das ab in kleinen Portionen, sodass das Abfressen der angewelkten Blätter dann für die Pferde auch Spaß macht und für sie eine Besonderheit darstellt, eine Ergänzung im Speiseplan. Wenn es eine größere Menge auf einmal ist, entsorgen Sie das Mähgut. Brennnesseln sind nicht giftig, aber unerwünscht, weil sie sich ausbreiten auf Kosten der Pflanzen, die erwünscht wären.